oder wir nehmen wirklich mal statt dem einen dem sitzt. Ja, ziehen wir den mal dahin. Und dann haben wir da halt auch so ein bisschen Grünzeug mit, ne? Ja, okay, ich glaube, das lassen wir dann so. Ups, erstmal wieder hier voll bauen. So haben wir auf jeden Fall da so ein bisschen Grünzeug erstmal. Vielleicht kennt ihr ja noch so ein paar Sachen, die halt so interessant dafür wären. Zum Beispiel der Placeholder wird dafür nicht gebraucht. Das sind hier meine. Die kenne ich. Achso, das ist der. Ach du Scheiße, das ist wohl wieder irgendwas Riesiges mit Containern. Ah ne, Parkplatz und Container. Ja, obwohl ist ja mit Containern, ne? So. Genau, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Und jetzt ist halt die Frage. Wir haben zum Beispiel ein ganz großes Problem erstmal hier mit den Autobahnen. Ne? Wir können uns ja noch erinnern, irgendwann habe ich vor ein, zwei Folgen das hier mal angesprochen, so nach dem Motto. So, wir brauchen mal eine Autobahn. Wo ist denn eigentlich mein Aachener? Wo ist das Aachener? Habe ich das nicht drinne? Wo ist mein Aachener Kreuz? Habe ich... Ich habe mein eigenes Kreuz nicht mehr drinne? Wie kann das denn sein? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay. Nehmen wir halt so hin, ne? Spiel will mich anscheinend doch ein bisschen trollen. Vielleicht hätten wir vorher hier die Hauptverbindung rausnehmen sollen. So. So, nochmal, nochmal und weg damit auch. Und damit auch. Ne? Ach du Scheiße, okay. Wir dürfen hier alles jetzt abreißen, weil jetzt ist nämlich der Boden wieder da. Und der sollte ja nicht. Das ging ja da so schön runter. Und das haben wir eben total eiskalt ignoriert. So. Sieht das super aus. Dann machen wir hier gerne wieder den Dreier Highway dran. Dann passt das. Ihr seht es hier nämlich, hier geht es nämlich einmal hoch und einmal runter. Dann hätten wir hier auf jeden Fall die Autobahn-Alternative jetzt dafür. Also, dass wir hier hinkommen, ne? Ich glaube, 9 oder so ist, waren wir am Pferd oder 13. Das heißt, wir gehen mal bis 24, 11. Jetzt gehen wir hier 9 Felder oder sowas hoch. Ah, Halleluja. 9 Felder gehen wir jetzt hier hoch auf 9 Meter. Gehen dann hier rüber bis dahin und gehen jetzt 9 wieder runter und jetzt sollte das hier oben passen. Genau. So, das wäre auf jeden Fall hier die Strecke, die wir halt langfahren können. Was wir natürlich machen können, ist erstmal hier eine Gerade reinsetzen, dann die hier mal auftrennen und dann können wir hier mal wieder so ein bisschen kurvig fahren, ne? So, welche Taste muss ich drücken, damit das Raster hier aktiviert wurde für 5er Schritte? Oder ging das nur hier? Das ging nur da. Okay. Machen wir halt 135. Nee. 125. Machen wir das mal so. Dann haben wir hier halt auch mal nach der langen Geraden hier irgendwie so ein Abzweig oder so, wo wir mal lang fahren müssen, sollten, tun. Genau, jetzt können wir die ja hier mal upgraden auf eine der Grünstraßen, weil, ihr wisst, wir haben hier nicht so viel Grün bislang. Und deswegen können wir hier ruhig mal so ein bisschen einsetzen. Genau, das sieht gut aus.
ziehen wir jetzt hier einfach die Straße runter. Oh, ja, passte wohl, was wir da geplant haben oder was ich da gesagt habe mit nach dem Motto, hier ein Platz, da ein Platz und da einer. Ach, hier passt das auch perfekt. Dann haben wir hier den Zoo halt. Sieht natürlich erstmal so ein bisschen eckig aus, ne? Aber das geht ja noch. Ey. Okay, hier müssten wir als erstes die Gerade dran bauen. Um erstmal zu sehen, so, wo geht's überhaupt lang? Damit hier auch diese Straße, die ich vorhin gezeigt habe, beziehungsweise erwähnt habe, halt auch gebaut werden kann. Ja, okay. Hier müssen wir nochmal einen runter. War das der? Auf dem hatte ich das und hier muss er hin. So, ja. Zack. Können wir hier rüber halt die Dings bauen. Sehen, okay, das wäre ganz okay, ne? Chillt. Jo. Zack. Das wäre dann auf jeden Fall hier auch so eine Route, die wir halt hier hätten. Und dann können wir hier ja erstmal bis dahin gehen. Dann müssen wir das natürlich hier auch noch haben auf der Seite. Damit wir halt so viel wie möglich hier den Platz sparen. Ja. So. Jetzt können wir hier nochmal eine kleine... eine Pendlerstraße oder so einfügen, die dann hier nochmal so ein bisschen beleuchtet. Können wir halt auch nochmal so ein paar Häuser dran setzen oder was auch immer. Dann benötigen wir hier nochmal den Concrete, die kleinen Steinsplatten da. So. Zack. Zack und zack, da müssen wir die nochmal rauskloppen. Und dann bauen wir die halt hier am Ende immer ein, nicht, dass wir hier irgendwie zu viele machen und wir dann 1000 wieder abreißen dürfen, wenn wir da einmal rangehen. Also, okay, will ich doch mal ein bisschen ändern. Dann gibt es ja hier irgendwo diese kaputten Sachen, ne? Hier gibt es hier garantiert auch ein Auto, ne? So. Sieht doch schnieke aus, so ein kaputtes Auto da einfach mal stehen haben. Die Frage ist nur... Ah, Highway Light. Wie angenehm chillig. Das ist pornös, das Licht. So, wo war das? Nicht hier, sondern... Nicht da, sondern... Was hier? Oder welche Kategorie war das? Dann ist er gässlich. War das hier? Ja. So, oh, erstmal brutale Bestrahlung von oben. So wie es gehört, ne? Hier oben könnten wir eigentlich einen geilen Park reinmachen. Einen Park. Wenn wir dazu auch dann die passenden... ja, Sachen hätten nach dem Motto. Hey! Du kannst gerne hier bauen, ne? Das wäre dann, glaube ich, schon echt nice. Hier so ein bisschen mehr Freiraum hätten in Bezug auf Bäume platzieren oder das oder jenes oder
Ich habe keine Ahnung. Ne? Könnte man hier wenigstens sagen, so, chillt. Können wir gerne so weitermachen, ne? So. Ihr hört hier eh schon die ganze Zeit die Züge rüber rasen über uns. Wir sollten, glaube ich, die Routen mal verlängern. Oder teilweise mal schauen, dass wir hier eine Haltestelle oder sowas erstmal mehr reingesetzt bekommen. Dann am besten ja halt hier hinten. Und dann auch einen Elevated. Jo, der ist auf jeden Fall auf der Höhe. Der braucht auch der 1. Also hier. Oder braucht er die kleine Straße hier? Die passt ihm auch nicht so ganz. Vor allem, das ist ja auch noch ein 12er. Weg! Das war ja der Doppelgleisige. Ich suche hier einen Eingleisigen, der sein Gleis mal auf der Höhe hat, die wir hier haben. Das ist aber auch ein 12er. Ist das hier auch ein 12er? Wieso sind das hier alles 12er? Sonst müssen wir hier raus mal ein 12er Bahngleis machen. Eine Sache, wieso das auch nicht geklappt hat, weil das Bahngleis gar nicht mittig saß. Ne? Das sollten wir in dem Zuge dann auch besichtigen und sagen, ja, ich hab da was verbeilt. Was macht denn der eigentlich hier für ein komisches Ding? Ja, wir sollten hier auf jeden Fall den 12er doch bevorzugen. Hey. Und dann einfach hier aus mit dem 12er rübergehen. Dann sollte das hier auch wieder super sein. So, 12er. Was ist denn hier los? Achso. Nee. Na, ein Pfeiler dazwischen ist. Nö, machen wir nicht. S. A. Irgendwie komisch das ganze Ding hier. So. Machen wir auf jeden Fall wieder das hier wie vorher. 1, 2, 3. So. Ich glaube, einer war das, mit dem er brauchte, ne? So, dann war das ja bis da und dann hier. Ja, Gott, ja, wie sieht denn das aus? So, das wäre auf jeden Fall hier was Schönes, wo wir sagen können, jo. Das können wir auch gerne so fortführen. So. So. Move wir den auch mal auf jeden Fall hierher. Dann fehlt nur noch auf der anderen, auf der hier auch noch eine Haltestelle. Dann haben wir hier hinten auch auf jeden Fall erstmal
eine Verbindung hin. So. Genau, ihr seht hier hinten laufen auch die Leute schön fleißig auf den Gehwegen rum. Es hat was, ja. Nur, was ich nicht verstehe, wieso der Zug hier nach rechts rüber fährt. Aber, okay. Das lassen wir, glaube ich, mal so stehen und fragen uns einfach das in 10 Jahren nochmal. Wieso, weshalb, warum? Da sagt die Banane, nö, das machen wir da nicht. So, und wenn wir schon hier in der Nähe der Autobahn sind, dann müssten wir ja hier gleich auch, das war außerdem Flugzeug, wir sollten, glaube ich, mal einen Airport provisorisch bauen und dann auch fest umstellen irgendwie. Zack und zack. Dass wir hier überhaupt erstmal die Autobahn anbinden, beziehungsweise hier diese Landstraße, Stadtautobahn, ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt, ne? So. Vielleicht setzen wir hier auch oben erstmal die schöne große Straße ein. Ich glaube, wir nehmen hier erstmal nur die. Weil hier unten führt ja auch die runter. Deswegen können wir hier einfach... Okay, doch nicht so einfach, wie ich dachte. Was ist das denn hier für eine? Edlane. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, dass wir da was haben, wo wir sagen können, hey, Junge, schau es dir an, wir haben hier eine Auffahrt, du hast da eine Abfahrt, perfekt. Wieso ich das gerade abgerissen habe, fragt ihr euch, weil wir hier das eindeutig besser machen können. 2 Meter, wie hat er das denn hingekriegt? Da muss aber ein ganz guter gewesen sein. Weil wir haben hier nämlich die Möglichkeit, ja, sanft da reinzugehen. Und, sanfter soll ja auch sanfter heißen, ne? Nicht, dass wir hier irgendwie total hardcore einen Abzweig haben, wo die Autos, tack, und einmal Genickbruch rumfahren und dann sehen so, geht ja irgendwie doch nicht. Von daher einfach mal dieses sanfte Auffahren. Schadet ja auch nicht, ne? So. Genau, jetzt haben wir ja auf jeden Fall die Auffahrt drinne. Jetzt können wir hier natürlich auch wieder die Abfahrten so machen, dass das halt hier wieder gut aussieht. Oder passend aussieht. Und hier war es doch lieber so. Sehen die gleich aus? Ja. Ich glaube, das können wir so lassen, weil die hat er hier ordentlich gemacht, ne? Nur die Auffahrten nicht. Deswegen schauen wir einfach mal, wie sich das dann hier in Zukunft auswirkt. Auf den Verkehr vor allem. Was das halt an Vorteilen bringt oder halt als Nachteil für uns jetzt. Aber das werden wir alles ja irgendwie mitkriegen und sagen können. Junge, was hast du da getan? Ja. Hier können wir ja nochmal bis dahin und jetzt sollte das eigentlich klappen. Ja, fast, ne? Fast ist um 1 Grad daneben gewesen. Sonst passte das ja echt gut. Also so kann ich es mir echt gut vorstellen, dass es hier halt so aussehen kann. Hier drüben halt noch so ein bisschen Grünzeug eventuell. Dass wir hier halt so einen kleinen Gehweg oder so noch reinzimmern können sein. Jo, würde ich sagen, läuft, ne? So. Achso, hier den Gehweg bis da oben dran. Zack.
Zack. Dann können wir ja doch nochmal hier die einbauen. Wächst hier mindestens auch nochmal was zwischen. Alter, das sieht hier ja aus im Pendelverkehr. Geil. Nicht wundern, diese dunkleren Stellen habe ich ab und zu mal eingebaut, damit es hier ein bisschen geiler aussieht. Oder wird es ein bisschen angenehmer, sagen wir es so. Weil irgendwie muss es ja auch funktionieren. Ne? Deswegen einfach nur das eingefügt. Hier hinten können wir hier zwischen noch einen kleinen Gehweg machen, dass die Leute auch hier rüber können.